Willkommen beim Seelenkompass, wo sich der Schleier zwischen den Dimensionen lichtet und sich die Geheimnisse des Universums entfalten. Heute begeben wir uns auf eine Reise jenseits der Beschränkungen unserer vertrauten dreidimensionalen Existenz, in ein Reich, in dem sich die Zeit biegt und Gedanken augenblicklich materialisieren. Dies ist nicht nur eine Geschichte der Möglichkeiten, es ist ein Leitfaden für den Zugang zu den mächtigen Energien der fünften Dimension. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem jede Absicht perfekt mit Ihrer Manifestation übereinstimmt, wo Ihre tiefsten Wünsche nicht nur Möglichkeiten, sondern greifbare Realitäten sind. Hier, in der fünften Dimension, weichen die Regeln der physischen Realität den Gesetzen der reinen Energie und des Bewusstseins. Sind Sie bereit zu lernen, wie Sie sich diese Kräfte zunutze machen können, um das Leben zu verwirklichen, das Sie sich immer vorgestellt haben? Begleiten Sie uns, wenn wir die Techniken enthüllen, mit denen Sie sich Ihre Wünsche nicht nur vorstellen, sondern auch sofort manifestieren können, indem Sie die Grenzen von Raum und Zeit überschreiten. Manifestation ist die Kunst und Wissenschaft des Zusammenwirkens von Energien aus verschiedenen Dimensionen und Bewusstseinsebenen, um die Realität entsprechend unserer tiefsten Gedanken, Überzeugungen, Gefühle und Verhaltensweisen zu gestalten. Dieser transzendente Prozess geht über bloßes Wunschdenken hinaus und entwickelt sich zu einer bewussten Orchestrierung der subtilen Kräfte des Universums, um greifbare Ergebnisse in unserer physischen Welt zu schaffen. Im Zentrum dieser mystischen Praxis steht die Fähigkeit, höherdimensionale Energien anzuzapfen. Diese sind nicht durch die typischen Beschränkungen und Linearitäten unserer dreidimensionalen Realität begrenzt. In der dreidimensionalen Welt sind wir an die langsame Entfaltung der Zeit und die dichte, greifbare Natur der Materie gewöhnt. Das Manifestieren in diesem Bereich fühlt sich oft schwerfällig und langsam an, als würden wir Lehm formen, der sich unserer Berührung widersetzt. Im Gegensatz dazu bieten die höheren Dimensionen ein fließendes, dynamischeres Substrat, aus dem wir schöpfen können. Diese Reiche zeichnen sich durch eine leichtere, ätherischere Energiequalität aus, die nicht nur formbarer ist, sondern auch besser auf die von uns gesetzten Absichten reagiert. Indem wir uns mit diesen höheren Ebenen verbinden, erhalten wir Zugang zu einem Spektrum von Möglichkeiten, die nicht durch die schweren Gesetze der physischen Realität gebunden sind. Diese Verbindung ermöglicht schnellere Veränderungen, so dass sich Manifestationen mit einer Geschwindigkeit und Präzision materialisieren, die fast magisch erscheinen können. Indem wir uns diese starken Energien zunutze machen, überbrücken wir die Kluft zwischen Gedanken und Realität auf eine Weise, die über das konventionelle Verständnis hinausgeht. Der Prozess beinhaltet, dass wir unsere persönliche Schwingungsfrequenz mit der des gewünschten Ergebnisses in Einklang bringen und uns im Wesentlichen auf die energetische Blaupause dessen einstimmen, was wir manifestieren möchten. Durch diese Ausrichtung beginnt das Universum, sich mit unseren Absichten zu vereinen und das Ätherische mit bemerkenswerter Synchronizität und Effizienz in Form zu bringen. Bei dieser mystischen Reise in die Manifestation geht es nicht nur darum, das anzuziehen, was wir uns wünschen. Es ist eine Einladung, aktiv am Tanz der Schöpfung teilzunehmen und unser Bewusstsein als Werkzeug zu benutzen, um das Gewebe der Realität selbst zu formen. Wenn wir lernen, diese höherdimensionalen Energien zu navigieren und zu integrieren, transformieren wir nicht nur unser eigenes Leben, sondern beginnen auch, das unendliche Potenzial zu berühren, das das Universum bietet. Im Bereich der 3D-Manifestation werden wir von den komplizierten Gesetzen der Anziehung und Reflexion beherrscht. Diese Prinzipien besagen, dass die Energie, die wir durch unsere emotionalen Frequenzen aussenden, auf komplizierte Weise zu uns in Form von Erfahrungen zurückgespiegelt wird, die mit denselben Frequenzen in Resonanz stehen. Dieses Phänomen ist kein bloßer Zufall, sondern eine tiefgreifende Inszenierung kosmischer Symmetrie, bei der das Universum auf unsere emotionalen Ergebnisse reagiert. Jede Emotion, die wir erleben, sendet eine einzigartige Schwingungssignatur aus. Freude, Liebe und Aufregung zum Beispiel schwingen in hohen Frequenzen und ziehen Ereignisse, Menschen und Umstände an, die mit diesen erhebenden Energien übereinstimmen.
Umgekehrt schwingen Emotionen wie Angst, Zweifel und Wut auf niedrigeren Frequenzen und neigen dazu, Erfahrungen anzuziehen, die diese beunruhigenden Gefühle verstärken können. Dieser Spiegeleffekt dient als kraftvoller Indikator für unseren aktuellen Schwingungszustand und bietet uns ein kontinuierliches Feedback, das unser spirituelles und emotionales Wachstum leiten kann. Das Universum ist in seiner unermesslichen und grenzenlosen Weisheit auf die von uns projizierten Frequenzen eingestimmt. Es reagiert nicht nur auf unsere flüchtigen Emotionen, sondern auch auf die nachhaltigeren Schwingungen, die von unseren Grundüberzeugungen und anhaltenden Gedanken ausgehen. Diese reaktionsfähige Natur des Universums bedeutet, dass es das Potenzial hat, auf der Grundlage des Spektrums der von uns ausgestrahlten Frequenzen verschiedene Ergebnisse zu liefern. Je mehr unsere Schwingungen mit der Essenz dessen, was wir uns wünschen, übereinstimmen, desto fließender und häufiger können sich diese Wünsche in unserer Realität manifestieren. Dieser Prozess kann jedoch durch einschränkende Glaubenssätze erheblich behindert werden. Jene tief sitzenden Überzeugungen, die unser Potenzial einschränken und unsere Wahrnehmung dessen, was möglich ist, verzerren. Solche Überzeugungen wirken wie Filter, sie färben unsere Erfahrungen und verstärken oft Muster von Mangel, Angst oder Unzulänglichkeit. Sie können eine Rückkopplungsschleife erzeugen, in der negative Erfahrungen negative Überzeugungen verstärken und so noch mehr davon anziehen und uns an unerwünschte Realitäten fesseln. Sich von diesen einschränkenden Glaubenssätzen zu befreien, öffnet einen Kanal für positivere und expansivere Manifestationen. Dazu gehört eine tiefe Selbstbeobachtung und eine bewusste Anstrengung, unsere Gedankenmuster und emotionalen Reaktionen umzugestalten. Wenn wir unsere Überzeugungen so verändern, dass sie stärker mit den Frequenzen der Fülle, der Liebe und des Wohlbefindens in Resonanz gehen, antwortet das Universum in gleicher Weise und spiegelt uns eine Realität zurück, die mit Möglichkeiten und Wachstum angereichert ist. Diese transformative Reise durch die Landschaft der 3D-Manifestation verändert nicht nur unsere äußeren Umstände, sondern ermöglicht auch eine tiefgreifende innere Entwicklung, die uns zu einem erfüllteren, harmonischeren Dasein führt. Die Manifestation in der dreidimensionalen Welt ist untrennbar mit einer tiefgreifenden Rückkopplungsschleife verbunden, in der die äußere Realität kontinuierlich unsere innere Landschaft widerspiegelt. Dieser zyklische Austausch verschafft uns direkte Einblicke in die verborgenen Tiefen unseres Bewusstseins und offenbart Blockaden oder Fehlausrichtungen, die unsere Fähigkeit, unsere Wünsche zu manifestieren, behindern könnten. Diese Reflexionen sind nicht zufällig. Sie sind präzise Indikatoren für unseren Schwingungszustand und spiegeln uns die ungelösten Probleme, tiefsitzenden Ängste und einschränkenden Glaubenssätze, die wir in uns tragen, zurück. Wenn wir in unserem Leben auf wiederkehrende Muster oder anhaltende Herausforderungen stoßen, sind dies nicht einfach nur Hindernisse, sondern Botschaften, Signale, dass etwas in uns Aufmerksamkeit und Auflösung braucht. Jede Herausforderung oder Blockade ist eine Einladung, tiefer in unsere Psyche einzudringen, uns mit den Teilen von uns selbst zu konfrontieren und sie zu heilen, die wir ignoriert oder unterdrückt haben. Wenn wir uns mit diesen inneren Fehlausrichtungen befassen, machen wir den Weg frei, damit sich unsere wahren Absichten manifestieren können und unsere äußere Welt sich mit unserem gewünschten Schwingungszustand in Einklang bringen kann. Die Wirksamkeit dieses Manifestationsprozesses hängt jedoch stark von unserer Fähigkeit ab, eine gleichmäßige Schwingungsfrequenz aufrechtzuerhalten. Schwankungen in unserem emotionalen und mentalen Zustand können den Manifestationsprozess erheblich stören. So wie ein Radio auf die richtige Frequenz eingestellt sein muss, um einen bestimmten Sender zu empfangen, muss auch unsere Schwingungsfrequenz stabil und ausgerichtet sein, um beständig die Erfahrungen, Menschen und Gelegenheiten anzuziehen, die mit unseren Wünschen übereinstimmen. Im Wandteppich der 3D-Existenz ist der Manifestations-Prozess mit einer zeitlichen Verzögerung verwoben, einem bewussten Intervall zwischen Absicht und Realisierung. Diese zeitliche Verzögerung ist keineswegs nur ein Hindernis. Vielmehr dient sie als lebenswichtiges Übungsfeld, auf dem die Seelen die Gelegenheit erhalten, ihre Überzeugungen zu verfeinern und ihr Bewusstsein zu erhöhen. In dieser Dimension fungiert die Zeit als geduldiger Lehrer,
der es dem Einzelnen ermöglicht, die Folgen seiner Schwingungen zu erfahren und die Macht seiner Gedanken und Emotionen tief zu verstehen. Diese Verzögerung bietet entscheidende Momente für Selbstbeobachtung und Anpassung. Sie bietet Raum, um die Diskrepanz zwischen der aktuellen Realität und den gewünschten Ergebnissen zu beobachten, was zu einer tieferen Erforschung der persönlichen Glaubenssysteme führt. Indem der Einzelne sich mit einschränkenden Glaubenssätzen auseinandersetzt und diese überarbeitet, also mit solchen, die ihn daran hindern, das zu verwirklichen, was er sich wirklich wünscht, nimmt er an einem Prozess der spirituellen Reifung teil. Jeder Zyklus der Reflexion und Anpassung verfeinert ihre Fähigkeit, sich stärker auf die Frequenzen ihrer höchsten Absichten auszurichten. Wenn wir den Fokus auf die fünfte Dimension verlagern, treffen wir auf einen Bereich, in dem sich die Beschränkungen der Zeit auflösen und das Konzept der Verzögerung nicht existiert. Hier ist die Manifestation augenblicklich und spiegelt einen Zustand des Seins wider, in dem alle Erfahrungen gleichzeitig stattfinden. Die fünfte Dimension funktioniert nach den Prinzipien der Quantenexistenz, eine Ebene, auf der jede Möglichkeit gleichzeitig in einem ewigen Jetzt existiert. Diese Dimension transzendiert die lineare Progression von Zeit und Raum, die das Leben in 3D kennzeichnet. In diesem höheren Schwingungszustand ist der Prozess der Schöpfung nicht sequenziell, sondern unmittelbar. Absichten durchqueren nicht die langsamen Korridore der Zeit. Stattdessen manifestieren sie sich augenblicklich, da sich die Realität perfekt und unverzüglich an die Schwingungsfrequenz der Gedanken und Wünsche anpasst. Die Unmittelbarkeit dieses Manifestationsprozesses in der fünften Dimension ist sowohl eine Reflexion ihres höheren Bewusstseinszustandes als auch eine Demonstration einer direkteren und ungehinderten Interaktion mit dem Gewebe der Realität. Dieser Bereich lädt die Wesen ein, auf einer Ebene erhöhten Bewusstseins und der Beherrschung ihres Schwingungszustandes zu operieren. Hier tragen die Lektionen, die man in der 3D-Welt gelernt hat, Früchte, da der Einzelne nun eine ständige, bewusste Kontrolle über seine Gedanken und Emotionen ausüben muss, denn die Manifestation seiner Wünsche und Ängste ist so unmittelbar wie sein Denken. Die fünfte Dimension erfordert eine Reinheit der Absichten und Klarheit der Gedanken, die nur diejenigen, die ihre Schwingungsfrequenzen wirklich verfeinert haben, erfolgreich durchlaufen können. Während die 3D-Welt uns also in der Geduld und Ausdauer schult, die notwendig sind, um unsere inneren Zustände zu beherrschen, bietet die fünfte Dimension den Spielplatz, auf dem diese Fähigkeiten auf die ultimative Probe gestellt werden, indem sie Realitäten im Handumdrehen erschafft. In der ätherischen Landschaft der fünfte Dimension, 5D, geht die Kunst der Manifestation über die in 3D bekannten Verfahrensschritte hinaus. Hier geht es bei der Schöpfung nicht darum, Wünsche durch eine Reihe von Handlungen oder Visualisierungen in die Realität zu locken. Es geht darum, mit der Frequenz dieses Wunsches eins zu werden. In diesem höher schwingenden Raum ist die Manifestation zutiefst direkt und wird durch die nahtlose Ausrichtung der eigenen persönlichen Energie auf die energetische Essenz des Gewünschten beeinflusst. Der Prozess in der 5D beinhaltet, dass man sich auf die genaue Schwingungsfrequenz des gewünschten Ergebnisses einstellt. Es ist vergleichbar mit dem Stimmen eines Instruments, um in einer bestimmten Tonhöhe zu schwingen. In diesem Fall ist die Tonhöhe die energetische Signatur der Manifestation. Diese Ausrichtung geht über bloßes Wunschdenken hinaus, sie ist eine aktive Schwingungsanpassung. Wenn Sie mit der Energie dessen, was Sie manifestieren möchten, vollständig in Resonanz gehen, ziehen Sie es nicht nur an, sondern Sie werden es. Auf diese Weise heben Sie die Distanz und den Unterschied zwischen Wunsch und Erfüllung auf. Diese augenblickliche Manifestation wird durch die einzigartige Eigenschaft der fünfte Dimension erleichtert, in der alle Ereignisse gleichzeitig ablaufen. Es gibt keine Verzögerung, keine Wartezeit zwischen Absicht und Manifestation. In dem Moment, in dem eine Absicht gesetzt wird und ihre Frequenz übereinstimmt, manifestiert sie sich. Dies ist möglich, weil in der fünfte Dimension die Zeit, wie wir sie in der 3D-Dimension verstehen, linear und sequenziell, nicht existiert. Jeder Moment ist der gegenwärtige Moment,
und jede Möglichkeit ist jetzt. Um sich in der 5D-Manifestation zu engagieren, muss man aus einem Zustand erhöhten Bewusstseins und reiner Absicht heraus agieren. Es erfordert eine tiefe innere Klarheit und Reinheit, bei der die Frequenzen der Gedanken und Emotionen sorgfältig auf die Energien der höherdimensionalen Realitäten abgestimmt sind. Diese Ausrichtung ermöglicht eine natürliche Synchronisation mit ähnlichen Frequenzen. Wenn man zum Beispiel die Frequenz der Fülle verkörpert, richtet man sich ganz natürlich auf den Fluss des Wohlstands aus. Dabei geht es nicht darum, Dinge zu sich zu ziehen, sondern darum, mit den vorhandenen Energien zu harmonisieren, die bereits im Schwingungsfeld des gewünschten Ergebnisses vorhanden sind. So wird die Manifestation in der 5. Dimension zu einem Tanz der energetischen Resonanz. Es geht darum, eine so tiefe und vollständige Schwingungsharmonie mit ihren Wünschen herzustellen, dass das Universum sie augenblicklich zurückspiegelt. In diesem Bereich sind sie nicht nur ein Schöpfer, sondern ein integraler Bestandteil des Schöpfungsprozesses, bei dem ihre innere Schwingungslandschaft direkt und unmittelbar die Leinwand ihrer äußeren Realität bemalt. Der Übergang zu einer fünfdimensionalen 5D-Perspektive beinhaltet eine tiefgreifende Bewusstseinsveränderung, bei der man in die Rolle eines neutralen Beobachters schlüpft. Dies ist nicht nur eine passive Haltung, sondern eine kraftvolle, aktive Position, aus der man seine eigene emotionale und mentale Landschaft mit Distanz und Klarheit betrachten kann. Indem Sie diese Beobachterrolle einnehmen, gewinnen Sie die Fähigkeit, Ihre innere Welt zu bewerten und zu steuern, ohne von ihr überwältigt zu werden. Diese Losgelöstheit ist für die Beeinflussung Ihrer Realität von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglicht es Ihnen zu wählen, welche emotionalen und schwingungsmäßigen Zustände Sie verkörpern möchten und folglich auch, welche Realitäten sie manifestieren. In der 5D-Perspektive sind emotionale Zustände keine Zufälle, sondern Entscheidungen. Als neutraler Beobachter erkennen sie, dass jede Emotion eine energetische Frequenz ist, die die Macht hat, ihre äußere Welt zu gestalten. Wenn eine Emotion auftaucht, die nicht mit dem gewünschten Ergebnis übereinstimmt, kann der neutrale Beobachter diese Fehlausrichtung anerkennen und sich bewusst dafür entscheiden, in einen harmonischeren emotionalen Zustand zu wechseln. Diese Fähigkeit, die eigene Frequenz bei Bedarf zu modulieren, ermöglicht die präzise und bewusste Erschaffung von Ergebnissen in der 5D-Welt. Das Üben dieser Methode der Beobachtung und Frequenzanpassung ist wesentlich für die Beherrschung der 5D-Manifestation. Regelmäßiges Üben hilft, einen Zustand erhöhten Bewusstseins zu kultivieren, indem man fähig wird, subtile Veränderungen in seinem emotionalen und schwingungsmäßigen Zustand zu bemerken. Dieses erhöhte Bewusstsein ist wie das Stimmen eines Instruments, um sicherzustellen, dass es die richtige Note zur richtigen Zeit spielt. Je häufiger man diese Praxis ausübt, desto selbstverständlicher wird es, die gewünschte Frequenz beizubehalten und sie nach Belieben zu verändern. Durch konsequente Beobachtung und Anpassung entwickeln Sie eine fein abgestimmte Kontrolle über Ihren Schwingungszustand, wodurch sich sowohl die Präzision als auch die Geschwindigkeit Ihrer Manifestationen verbessern. Diese Praxis vertieft auch Ihr Verständnis dafür, wie verschiedene Frequenzen mit dem Gewebe der Realität interagieren, was Ihnen erlaubt, die Gesetze, die die 5D-Landschaft regieren, besser zu navigieren und zu nutzen. Je besser Sie darin werden, höhere Schwingungszustände aufrechtzuerhalten, desto mehr verbessert sich Ihre Fähigkeit, gewünschte Ergebnisse mit Klarheit und Geschwindigkeit zu manifestieren, was Ihre Reise durch die 5D zu einer kraftvolleren und erfüllenderen Erfahrung macht. Danke, dass Sie uns auf dieser transzendenten Reise im Seelenkompass begleiten. Fahren Sie fort, zu erforschen, zu experimentieren und Ihren Schwingungszustand zu erhöhen. Das Universum ist ein unendlicher Spielplatz, und Sie sind mit den Werkzeugen ausgestattet, um Wunder zu manifestieren. Nehmt diese Macht an und lasst euer Leben ein Zeugnis für die grenzenlosen Möglichkeiten der 5. Bis zum nächsten Mal, steigt weiter auf und erschafft weiter.